Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder ein Adventskalender-Unboxing. Und zwar habe ich hier einen von Rossmann. Das ist der Selfcare-Adventskalender. Genau, den habe ich mir bestellt. Kam jetzt ein bisschen später das Unboxing. Aber ich hoffe, das ist noch in Ordnung. Für alle, die es noch interessiert, ist es einmal hier. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich den letztes Jahr hatte, aber einer von den Isana-Adventskalendern hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube, das war der DIY und den gibt es bis jetzt noch nicht dieses Jahr. Genau, so sieht der aus. Finde ich eigentlich ganz hübsch. Nehme ich einmal diesen Schuber hier ab. Und dann haben wir hier so eine recht hübsche Box, die man halt wiederverwenden kann. Finde ich ganz schön. Und die mache ich einmal auf. Und darin finden wir dann hier die 24 Türchen. Kann man auch wieder befüllen. Finde ich sehr, sehr cool und werde ich definitiv auch wieder befüllen. Ja, ich würde sagen, wir fangen an. Ich lege den Adventskalender vor mich und wir gehen ihn einmal durch. Hier habe ich einmal die Nummer 1. Ihr hört, der Kleine liegt wieder hinter euch. Und schmatzt ganz schön laut. Naja, ich hoffe, es stört nicht allzu sehr. In der Nummer 1 habe ich von Isana eine Lippenpflege Honig. Finde ich auf jeden Fall nicht schlecht, aber ja, ist jetzt auch kein Türchen, wo ich schreie, juhu. Dann kommen wir als nächstes zur Nummer 2. Die packe ich einmal für euch aus. Und da haben wir von Innerbio Cashews in Vollmilchschokolade mit Karamell und Salz. Da bin ich gespannt, ob das was ist, weil es mit Schokolade ist und mit Salz und Karamell. Das ist so viel. Ich weiß nicht, ob das meins ist, aber werde ich auf jeden Fall mal probieren. Finde ich in Ordnung. Ich weiß übrigens gerade nicht aus dem Kopf, wie viel der Adventskalender kostet, aber ich blende es euch hier nochmal ein. Und ja, kann ich jetzt nicht sagen, er war nicht allzu teuer. Ich glaube, irgendwas im 20er-Bereich. 22, 23 Euro meine ich. Gucken wir mal, wie das Ganze weitergeht. Die 3 ist ein längliches Türchen. Und da haben wir von Wellmix Magnesium Liquid Apple Flavor drin. Davon halte ich jetzt gar nichts. Also ich, ist jetzt nichts für mich. Weiß nicht, gebe ich vielleicht mal meinem Mann. Vielleicht möchte der das trinken. Aber finde ich persönlich jetzt nicht so cool. Aber gut. In der 4 haben wir von Alterra die reichhaltige Handcreme Bio Granatapfel. Das ist einmal dieses gute Stück. Ja, finde ich in Ordnung. Ich persönlich, also in jedem Adventskalender sind fast Handcremes. Ich persönlich werde es wahrscheinlich nicht brauchen, werde ich weitergeben. Aber an sich finde ich das nur, ist in Ordnung im Kalender. Das kann man nicht anders sagen. Die 5 ist hier wieder länglich und fühlt sich an, als wäre nichts drin, aber wird was sehr Leichtes wahrscheinlich sein. Oh. Das erste in meinen Augen Füllprodukt. Ja, ich meine, das verkaufen die so. So ist es nicht, aber. Von For Your Beauty ist es eine Polierfeile. Ja, finde ich schwach. Hätte was Cooleres drin sein können. Jetzt kommen wir zum Nikolaustürchen. Und ich hoffe, da ist jetzt aber was drin, was, wo ich mal sage jetzt, okay, das ist gut. Rivaldo Loop Protection Base Coat. Hätte ich mich persönlich jetzt auch mehr über einen Farbblatt gefreut und nicht über einen Base Coat. Aber ja, ist in Ordnung. In der Nummer 7 habe ich hier Nagelsticker. Ja, was soll ich sagen, Leute, finde ich jetzt auch nicht so mega. Reva Loves Me Nagelsticker sind für mich, sie sehen okay aus, aber es ist für mich auch einfach totales Fullprodukt. Bis jetzt finde ich ihn echt schwach, muss ich ehrlich sagen. Sehr, sehr schwach. Also das wäre mir jetzt zusammen fast nichts wert. Also es ist noch nichts drin, wo ich sage, boah, das möchte ich behalten. Würde ich alles weggeben bisher. Ja, ich hoffe, es wird gleich noch besser. Das 8. Türchen ist recht groß, ist aber auch super, super leicht. Wow, das erste Produkt, was ich mal selber verwenden möchte. Und zwar Isana Augenpads Koffein Winterglow. Das sind einmal diese hier. Die sind, was natürlich schön ist, dass sie extra so für den Kalender gemacht sind. Aber die werde ich auf jeden Fall benutzen. Sowas mag ich gern. Aber hat jetzt natürlich auch keinen krassen Wert. Ne? Ist klar. Die Nummer 9, das ist von Domol, ätherisches Öl Orange. Einmal das, ja, finde ich in Ordnung. Das kann man ja, ja, keine Ahnung, ich habe nicht so eine Duftöllampe, aber kann man ja, glaube ich, auch so irgendwo
hingeben, damit es gut riecht, würde ich mal behaupten. Ja, muss ich mal gucken. Das werde ich vielleicht behalten, aber haut mich jetzt auch definitiv nicht aus den Socken. Dann kommen wir zu Nummer 10. Ist nochmal von Enabio. Sweet Golden Milk Würz Mischung mit Kurkuma und Zimt. Ist jetzt auch nichts. Also, weiß ich nicht. Trinkt das auch jemand? So eine goldene Milch, sage ich mal. Also ich nicht. Finde ich total bescheuert. Und es ist auch super, super klein. Finde ich doof. In der 11 haben wir wieder ein Produkt, was ein bisschen was für mich ist. Und zwar von Isana. Da ist eine kleine Ampulle drin. Ich kann mal gucken, was das für eine ist. Sowas finde ich persönlich gut. Hyaluron Intense Konzentrat ist das. Ich finde es gut, aber auch da ist der Wert jetzt nicht allzu hoch, dass man jetzt sagen kann, wow, das hat jetzt bis jetzt schon was rausgeholt beim Kalender. In der Nummer 12 habe ich hier die Fußmaske von Fußwohl. Finde ich auch in Ordnung, aber ist halt auch nur so ein kleines Sachet. Das sind, wo steht's? 15 Milliliter. Werde ich behalten, aber auch das. Wenn ich jetzt so gucke, wir haben die Hälfte hinter uns und ich muss sagen, ich finde den echt ein bisschen schrottig, den Adventskalender. Also, jeder hat seine eigene Meinung, aber für mich ist der bis jetzt gar nichts. Wirklich null. So, die Nummer 13. Oh mein Gott. Ja. Da ist von Alta Pharma heiße Zitrone Limette drin. Und zwar so vier so kleine Anwendungen. Ja, auch das erstmal diese kleinen Dinger hier drin. Finde ich auch jetzt nicht so interessant. Und das habe ich tatsächlich auch schon woanders gesehen. Die sind hier oben so dreckig. Wisst ihr, was ich meine? Also ich meine, klar, dass der Inhalt ist dadurch jetzt nicht weniger wert oder so. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie so zweite Wahlgeschichten sind. Leute, ihr merkt's, oder? Das ist nicht mein Adventskalender. Auch wenn er nur um die 20 Euro kostet, aber ich finde bis jetzt, mein Geld ist verschwendet. So, das ist jetzt die 14. Isana. Augencreme Anti-Falten Power Q10. Das ist mal ein Produkt, wo ich jetzt sage, finde ich gut. Das ist ein Produkt, mit dem kann man was anfangen. Klar, auch nicht jeder, aber das finde ich gut. Bis jetzt gefallen mir tatsächlich auch nur die Isana-Produkte und hier die ist von Fußwohl. Mir ist klar, dass hier nicht nur Pflegeprodukte und so drin sind, aber da hätten bessere. Also ich finde auch die Cashews ganz am Anfang fand ich auch nicht schlecht. Aber der Rest so ein bisschen, ich weiß nicht. So, in der Nummer 15 haben wir wiederverwendbare Augenpads. Ja, weiß ich nicht, halte ich jetzt nicht so viel von, weil ich denke mir, also ich persönlich verstehe den Sinn nicht so ganz, weil kann ich mir da nicht auch einfach hier ein bisschen mehr Augencreme auftragen? Vielleicht, dass das nicht so verschmiert? Oder dass da die Haare rein? Nee, verstehe ich nicht so ganz, muss ich ehrlich sagen. Ist jetzt nicht meins. Also würde ich mir nie holen und macht für mich jetzt auch nicht den krassesten Sinn. Aber gut, soll jeder verwenden, der es mag. Die Nummer 16 haben wir als nächstes. Und da haben wir eine Pinzette drin. Ja, klar, eine Pinzette kann man gebrauchen. Die ist aber irgendwie sehr abgerundet, finde ich. Also, ist okay. So, in der Nummer 17 erwartet uns eine Haku von Isana. Arganöl und Cranberry. Das ist einmal diese hier. Das finde ich persönlich ein gutes Produkt. Auch wieder Isana. Aber ist natürlich jetzt auch nicht mit so viel wert, 25 Milliliter. Hier sind jetzt echt nicht so die Knüllerprodukte drin. Ich glaube nicht, dass der Wert jetzt so viel höher ist, als das, was ich gezahlt habe. Und für mich persönlich ganz sicher nicht. Also, die 18, vielleicht kommt jetzt gleich noch echt ein Hammer oder so, aber ich glaube es nicht. In der 18 haben wir nochmal eine Ampulle von Isana. Das finde ich persönlich natürlich wieder ganz gut. Das ist die das Retinol-Konzentrat. So sieht es aus. Das finde ich gut. Aber wie gesagt, eine Ampulle hat jetzt nicht wirklich einen krassen Wert. Die Nummer 19 kommt als nächstes. Und da haben wir von For Your Beauty ein Haargreifer. Das
fühlt sich nicht schlecht an tatsächlich. Ist es jetzt nicht Plastik, das ist sowas Metallendes. Genau. Bei mir hält sowas nicht ganz so gut, weil ich super dünnes, feines Haar habe, aber ich finde die irgendwie ganz süß. Das finde ich tatsächlich jetzt ein Produkt, wo ich sage, ja, das ist not bad. Dann kommt die 20. Das finde ich super, tatsächlich. Alterra Badesalz, Naturfreude, frischer Waldduft mit Bio-Geißblattblüte. So sieht das aus. Finde ich, hat auch ein sehr, sehr süßes Design. Ich liebe es zu baden, deswegen finde ich das natürlich super gut. Gefällt mir. In der 21 haben wir wieder einzelne so kleine Produkte. Und zwar von King's Crown haben wir hier drei Teebeutel mit Winterbratapfel. Ja, ist in Ordnung. Wenigstens sind die sauber. Ja, kann man machen. Ist okay. Dann sind wir gleich schon dem Ende nah. Die 22 mache ich jetzt nächstes auf. Das finde ich auch gut. Jetzt gegen Ende kommen mehr die Produkte, die mir ein bisschen mehr gefallen. Von Isana eine Tuchmaske Collagen Booster. Ich mag Tuchmasken sehr, sehr gerne und dementsprechend werde ich die sehr gerne verwenden. Finde ich gut. Weiter jetzt mit der 23. Da haben wir von Reva Loves Me Long Lasting Eyeliner in F04 Black. Ist nichts für mich. Ich benutze selten bis nie schwarzen Eyeliner. Aber an sich finde ich es ein gutes Produkt hier drin. Das sind so Produkte, die ich hier sehen will. Die haben natürlich auch nicht den heftigsten Wert, aber 20 Euro oder 23, was ich bezahlt habe, ist natürlich auch nicht super viel. Aber das sind so Produkte, die finde ich gut. Auch wenn ich es selber jetzt nicht brauche. Es gab auch ein paar andere, die hier in Ordnung waren, aber ganz ehrlich, so ein komisches Magnesium-Drink-Ding, was will ich damit ein? Finde ich kompletten Bullshit, also in meinen Augen. Und dann kommen wir zu 24 und das ist schwer. Ich weiß absolut nicht, was es sein könnte. Nicht so viel versprechen. Nee. Nee. So ein Guasha-Stein. Ja, der ist schwer. Der ist bestimmt nicht der schlechteste. Der ist so, ja, Edelstahl oder sowas. Ich weiß nicht. Ist das für euch eine 24? Für mich jetzt nicht. Erstmal hat, glaube ich, fast jeder Mensch schon mal so ein Ding irgendwo gehabt. Weil das wird einem hinterhergeworfen. Das hatte ich schon in 100.000 Adventskalendern oder ich habe ihn noch nie einen gekauft und hatte trotzdem, glaube ich, schon 4-5 Stück. Es ist hochwertig, das will ich nicht sagen. Das ist besser als manch anderes, was ich schon in der Hand hatte. Aber ich finde, das ist keine 24. Nee. Das ist für mich ein Füllprodukt, weil so kannst du das da auch nicht kaufen. Da steht keine Marke, nichts drauf. Ist für mich also dadurch ein Füllprodukt. Schwierig. Boah, wirklich schwierig. Also, ich weiß nicht, ihr könnt mir gerne mal schreiben. Es würde mich wirklich interessieren, wie ihr diesen Adventskalender findet. Ich habe bis jetzt noch keinen schlechteren Adventskalender ausgepackt als diesen in meinen Augen. Für mich sind das, was ich gezahlt habe, 20 oder viel zu viel. Für mich persönlich wäre mir dieser Kalender vielleicht gerade mal höchstens, allerhöchstens 15 Euro wert, wenn nicht noch weniger. Also finde ich leider sehr, sehr schwach. Naja, ich hoffe, ihr guckt beim nächsten Video nochmal vorbei. Es kommt bald der Sephora Adventskalender. Darauf freue ich mich auch sehr, den euch zu zeigen. Ich glaube, der wird sehr, sehr gut. Bleibt gespannt. Ich freue mich auf euch. Tschüss!